Ich wurde als ältestes von 4 Kindern in einer jüdischen Familie geboren. Schon als Kind wurde ich zum Putzen, Kochen und Klavierspielen erzogen. Übliche Dinge, die Frauen zu dieser Zeit taten. Schnell und leicht lernte ich auch Sprachen. Ich studierte Mathematik an der Universität, an der mein Vater Max Noether damals Mathematik unterrichtete. Er war ein berühmter Professor. Dem Unterricht konnte ich nur zuschauen und zuhören. Und auch das war nur möglich, wenn jeder einzelne Professor es erlaubte. Erst nachträglich wurde mir erlaubt, alle Abschlussprüfungen zu machen. Und ich bestand sie alle. 1907 promovierte ich. 7 Jahre lang arbeitete ich am Erkange-Institut für Mathematik und zwar ohne Gehalt. David Hilbert und Felix Klein haben mich eingeladen, mich ihnen an der Fakultät für Mathematik anzuschließen. Ich habe an der Universität in Göttingen unter Hilberts Namen unterrichtet. Im Jahr 1933, mit dem Aufstieg der Nazis, wurde mir verboten, an der Universität zu unterrichten. Diese Entscheidung ertrug ich friedlich und konzentriert mich weiterhin auf Mathematik und meine Schule, die bei mir zu Hause immer willkommen waren. Nicht nur als Frau und Judin, die Nazis ärgerten sich auch über meinen Pazifismus und meine liberale Einstellung. Gegen Ende des Jahres beschloss ich, in die USA zu ziehen, wo ich am Women's College Brian Mao unterrichtet. Im folgenden Jahr wurde ich von Abraham Flexner und Oswald Veblen berufen, am Princeton zu unterrichten, wo ich mich wieder in der Männerwelt befand. Mein Leben in den USA war überwiegend angenehm und ich war voll auf Mathe fokussiert. Ich habe über mehr als 40 Artikel veröffentlicht. Mein größter Beitrag ist sicherlich ein Theorem, das bis heute unter meinem Namen bekannt ist. Es erklärt den grundlegenden Zusammenhang zwischen der Symmetrie und dem Erhaltungssatz mit einfachen Worten. Jede Symmetrie in der Natur weist auf ein Erhaltungssatz hin, entweder Energie oder Ladung oder Impuls oder. Ich war Einsteins Mentorin. Er verwendete meine Ideen, um seine allgemeine Relativitätstheorie zu formulieren. Einstein wurde weltbekannt, ich blieb jedoch unbekannt. Misslieben ist ein Beweis für die Kraft der Ausdauer. Es zeigt uns, dass man seinen Träumen einfach folgen soll, unabhängig von Erkennungen und Aussagen. Dass Emmy Noether nie die gleiche Anerkennung wie ihr männlichen Kollegen erhielt, ist eine kulturelle Tragödie. Dass Emmy Noethers Leidenschaft nicht von kulturellen Hindernissen und Ungerechtigkeiten gebremst oder ihre Leistungen gebremst wurden, hilft von ihrem Geist.